Mit einer Freundin eine Toka-Boga-Story. Ich hoffe, sie wird euch gefallen. Aber jetzt kommt das Intro. Freunde, hier ist wieder die liebe Emma und die liebe Edschrin. Und das ist Part 2. Und ja, wir haben halt schon Panda-Bär, Affe und das andere Tier. Panda-Bär, das ist ein Koala. Ja, meine ich. Und das Tier. Koala. Ich weiß nicht, wie das heißt, das kleine hier. Ist das nicht ein Affe? Das ist doch kein Affe, das ist der Affe. Ach, egal. Und hier habe ich schon was eingerichtet, aber das gefällt mir noch nicht so. Deswegen habe ich entschieden. Da kommen noch Pflanzen rein. Warte. Den hier machen wir nach vorne. Hier machen wir so viel wie möglich. Viele Pflanzen. Guck mal. Warum das? Das kommt einfach da so ein bisschen. Okay. Trade geil. Und wir brauchen noch einen Mini-Pool, damit die einfach mal reinspringen können. So, Leute. Mini-Pool für die Tiere natürlich. Nein, warte. Warte. Hast du das eine Teil? Geh mal. Scroll mal ein bisschen runter. Oh fuck. Okay, nee, hast nicht. Nee, das hat sie jetzt nicht gesagt. Nee. Okay, das kommt einfach dahin. Das geht einfach mal in den Pool. Das geht schwimmen. Und jetzt richten wir das Ganze mal. Du gehst da nicht hin. Okay, und dann tue ich einfach jetzt hier mal. Sagen wir mal, das ist Shampoo für die Tiere und für uns. Ja, das kommt einfach dahin. Ja, wir baden einfach auch in dem Teil. Okay. Ja. Die Bananas kommen da. Avocado. Avocado von Mexiko. Oh mein Gott, da wächst einfach schon ein Teil. Und? Natürlich. Geh mal weg. Die Bohne kommt raus. Ich muss da rein und dann zu. Und jetzt kannst du das sprühen. Guck. Oh. Ihr bringt gerade überhaupt nichts, aber naja. Okay, da kommt jetzt die Bohne rein und dann sprühen wir mal ein bisschen. Hä? Okay, Leute, es bringt gerade nicht viel, deswegen hole ich mir jetzt die Gießkanne. Und da wachsen Bohnen. Hier wächst Wassermelone. Richtig. Ich finde das immer so komisch, weil die sind ja so riesig, die von den Melonen, aber da ist dann nur eine dran. Ja, das wachsen noch zwei. Das sind kleine, die werden nie groß. Das ist voll die Arsche. Nein, die Veräpplung. Meine ich doch, hab ich doch gesagt. Nee, du hast vor Arsche gesagt. Also, das tun wir einfach jetzt mal dem geben. Das kriegt die und das kriegt der. Behalten wir mal. Warte, das gehört. Das machen wir auf dem Nachttisch. Hallo, das kommt, die Gießkanne kommt einfach hier auf. Da. Das kommt hier hin und warte, da müssen wir das so. Die können hier sitzen bleiben. Ich gehe mal kurz aus dem Bett, weil ich glaube, ich krieg das irgendwann noch hin. Es kommt da hinten hin und das kommt dann einfach mal. Passt. Okay, und dann gehe ich wieder ins Bett. Avocado von Mexiko. Sushi von Japan. Japan. Komm, die Bohnen machen wir mal hier. Hallo. Lass mal los. So, das kommt dann. Die Bohnen kommen einfach noch hier hin. Ja, passt. Okay, Leute. Es ist eingerichtet. Und jetzt würde ich sagen, let's go mit der Story. Okay. Hi, Edrin. Hi Emma. Wie geht's? Ach, gut. Und dir? Mir auch. Oha, wie schön ist denn hier bitte? Guck mal, das ist ein Schmetterling. Oha. Und ein Bild dazu. Oha, wie schön. Wie hast du eigentlich geschlafen? Gut. Und du? Auch gut. In der Zeit, wo wir geschlafen haben, ist hier irgendwas passiert. Das stimmt. Vielleicht eine Dschungelbombe eingeschlagen. Jetzt ist hier alles zum Dschungel. Komm mal mit. Gell? Dann gehen wir zusammen durch. Oha! Voll schön. Hier sind sogar Melonen. Oh mein Gott, guck mal, die Mini ist eine Melone. Die ist ja voll süß. Ah! Ach du mein Gott, habe ich mich erschreckt. Oh, ja, okay. Die ist immer noch müde. Oh nein, ich will nicht mit dem Pool.
So, also ich setze mich da jetzt hin. Ich bin faul und die schläft wieder. Hm. Und ich mache uns mal was zum Frühstück. Oder lasst uns doch mal ein Handy kaufen, weil wir haben doch jetzt genügend Geld. Stimmt. Davor esse ich aber mal eine Avocado. Nein, du hast gesagt, die schmeckt. Nimm doch eine Bohne, vielleicht bringt die ja was und dann werden wir Millionäre. Ich hasse Bohnen, das weißt du. Ja, und ich auch. Bah. Okay, wir fahren jetzt einfach mal. Los. So, gleich sind wir da. Nur noch um die Kurve. So, jetzt sind wir da. Warte mal. So. Ich weiß, wo wir Money herkriegen. Ich weiß auch, da unten. Okay. So, jetzt sind wir beide da. Oh, hier liegt aber ein Bubble-Tee. Denkst du, ich kann mir den einfach klauen? Nein, das gehört der Frau oder der Mann. So, komm. Hallo, da bist du doch. So, komm jetzt. Hier. Okay, also wir zeigen euch jetzt noch ein Lifehack. Ihr müsst Rakete, Geld, wüten. Nee. Rakete, Geld, hüpfen. Nee, warte mal. Mach du mal. Rakete, Money und Herz. Da muss die Frau runter. Money. Komm, das Money stehlen. Okay, und schnell runter. Hey. Lass Hefte machen und dann kann jeder sich was holen. Ja. Ui, ich nehme mir erstmal das hier. Warte. Ich nehme mir hier. Hä? Bald ist Zeit für eine Pause. Ja, okay. Ich nehme mir das Handy hier. Ach Mann, das wollte ich haben. Ach, dann nehme ich. Dann nimmst du hier doch das Tablet. Nee. Nein, wir müssen passende nehmen, die zwei. Erdbeeren, Wassermelone. Erdbeer und Ding. Ich nehme das. Warte, ich bezahle für uns beide. Hier. Hier ist deins. Dann wechseln wir kurz aus. Wir nehmen keine Konsole. Warte, hier eine Uhr brauchen wir auch noch. Guck. Ey, das zeigt keine Uhr an. Ja, wir nehmen einfach das mit. Ich habe schon mal alles bezahlt. Ist jetzt auch egal. Okay, egal. Komm, wir gehen hoch. Okay. Und dann holen wir uns gleich ein Bubble Tea. Ja, können wir machen. So. Wir fahren jetzt nach oben. Wuhu, freue mich schon. ja, ich auch. Okay. Oh nein, die Security, nicht, dass die uns noch sehen. Die sind lecker, ich habe Hunger. Okay, da. Eine Kreditkarte, warte, ganz heimlich. Warte, wir brauchen Einkaufstüte, wir brauchen eine Tüte. Ja, okay. Das aber zum Schluss, das ist zum Schluss erstmal. Nein, hol Tüte. Ja, okay. Money haben wir behalten wir mal in der Hand, oder? Ja, du kannst Money nehmen und du nimmst auch die Tasche. Okay, komm. Hallo, wir haben alles ausverkauft. Im Ernst? Mann. Kacke. Ich glaube, ich gehe mal gucken, ob ich eine Brille brauche. Ja, sie brauchen eine Brille. Okay, darf ich mir eine ausholen? Die passt für sie. Okay. Ja, komm. Warte. Nein, wir holen es nicht. Komm. Warte. Nein, warte. Ich zeig dir kurz das. Ja, okay, Leute. Da ist so eine Karte. Einfach das ist auch wieder ein zweiter Lifehack. Und zwar einfach ja, hier rüber. Ich bleib da jetzt einfach chillig stehen. Und zwar, ihr braucht die Karte. Und dann müsst ihr das da einfach hoch machen. Und der Code lautet 218. Hier unten könnt ihr das dann aufmachen und dann. Ja, doch, das war eigentlich richtig, aber naja. Okay, auch egal. Und dann aufmachen. Und dann habt ihr da noch. Hier ist Money und hier ist halt ein Diamant, Leute, den nehmen wir natürlich auch mit. Money. Genau, den kompletten Stuhl, gell? Da. Sag ich doch, die Bohne hat was gebracht, wir sind reich. Ja, Glückspilz auch noch. Ja, Money nehmen wir mit. So, und tschüss. Und dann machen wir das weg. So, nimmst du denn ein bisschen? Mhm. Und jetzt dann gehen wir hoch. Drei. Oh, was ist eigentlich? Oh, Scheiße, geht ja gar nicht mehr. Hey, ja, wir sind schon längst hoch. Und Leute, falls ihr euch fragt, wenn was im Hintergrund ist, wir liegen gerade auf meinem Bett. Und ja. Ja, das stimmt. Hä? Ich hol Bubble Tea. Hä? Ich hol auch Bubble Tea. Hey, nein, du setzt dich hin und ich hol Bubble Tea. Ja, okay, warte, dann wenigstens. Hä? Hä, du bist.
Oh mein Was Gott. Was habe ich gemacht? Du bist rausgegangen. Einfach hoch aufs Dach. Sorry, Leute, aber ja, die ist total patschig. Das Doofes. Die hat Mist gebaut. Okay, so, ich setze dich jetzt einfach mal dahin. Und du nimmst erstmal Kohle mit. Guck mal, du hast da schon Bubble Tea. Ich auch einfach geklaut. Die ich kann den das haben. Lila, ne? Nein, wir nehmen mit. Und damit hast du jetzt getrunken. Komm, wir klauen Bubble Tea. Nein, lass alles nehmen. Nein, das geht nicht mehr. Wir können nur noch das nehmen. Das reicht. Okay. Wir haben schon Kohle bezahlt. Wir also, gehen ne? jetzt nach Hause. Na, und dann sehen wir uns. Kohle, wir haben schon bezahlt. Da. Okay, Leute. Das war's jetzt mit Part 2. Und Part... Hier ist auch noch ein Diamant. Ja, und Part 3 kommt gleich. Und dann suchen wir alle Diamanten raus. Nein, das tun wir jetzt einfach mal so irgendwann generell mal. Ja. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ciao! Und kommentiert natürlich, falls ihr noch mehrere Parts wollt.